Ich habe schon. Also, rechtlich zu deutschen Webseiten, Update 2022 war das Thema für heute. Man könnte es auch anders bezeichnen. Aus irgendwelchen Gründen will er jetzt nicht. Dauerhaft unbeliebt in 20 Minuten. Das habe ich hier mit Gelinggarantie. Wie gesagt, als wir uns für heute vorbereitet haben mit den Themen, kam natürlich jede Menge Ideen, was man alles machen könnte in dem Bereich. Da wir aber nur eine begrenzte Zeit haben, habe ich mich auf zwei Themen mal beschränkt. Das eine sind Cookies, beziehungsweise das ist überhaupt das Telekommunikations-Telemedien-Datenschutzgesetz, was es ja noch nicht so alt ist. Und das andere Thema ist der Datentransfer in die USA, sprich Google Fonds und womit es alles gerade hochkocht. Wenn noch andere Themen sind, können wir die im Anschluss gerne noch machen. Fangen wir an mit dem zweiten Thema Datentransfer in die USA, weil das eigentlich das leichtere ist. Im Grundsatz haben wir hier in Deutschland eine ganz einfache Regelung, hier in Europa. Innerhalb der EU gilt ein einheitliches Datenschutzniveau. In der gesamten EU, in dem gesamten europäischen Wirtschaftsraum, also fast ganz Europa. Das heißt, egal wo was gehostet wird innerhalb der EU, wohin wir unsere Daten verschieben, alles vollkommen egal, das funktioniert. Das ist genauso, als wenn es hier in Deutschland ist. Also ob die Daten in Italien liegen, in Spanien, in Frankreich, ist alles egal. Genauso mit dem europäischen Wirtschaftsraum, also Norwegen insbesondere, aber das ist, denke ich mal, ist eher theoretisch. Und dann ist natürlich die Frage, was ist, wenn wir unsere Daten in Staaten schicken, die nicht zur EU und zum europäischen Wirtschaftsraum gehören? Und da ist die Welt ganz einfach in zwei Teile geteilt. Der eine Teil sind Daten mit einem sogenannten angemessenen Datenschutzniveau. Das heißt, Staaten, für die es einen entsprechend angemessenen Beschluss der EU-Kommission gibt. Das sind die Schweiz, Andorra, die Färöer, im Moment Großbritannien und die Britische Kanalinsel. Großbritannien sage ich ein bisschen mit Vorbehalt. Es gibt einen Angemessenheitsbeschluss. Es gibt aber in Großbritannien im Moment auch Gesetzentwürfe, wonach das Datenschutzrecht, also im Moment haben die auch noch die DSGVO. Die haben die als britischen Mitgliedstaat zuerst mal übernommen, aber das soll jetzt geändert werden. Wenn die Änderungen durchgeführt werden, die im Moment in dem Gesetzentwurf drinstehen, kann das sein, dass dieser Angemessenheitsbeschluss für Großbritannien demnächst Makulatur ist. Das müssen wir abwarten. Aber im Moment, Großbritannien ging noch genauso wie die EU. Neuseeland, Argentinien, Uruguay und mit Einschränkungen Kanada und Israel. Und das sind eigentlich alle Länder, für die es einen entsprechenden Angemessenheitsbeschluss gibt. Keine weiteren Staaten. Und in allen anderen Ländern, also in der ganzen restlichen Welt, gilt halt, die haben kein angemessenes Datenschutzniveau. Da darf ich Daten also nicht so einfach transferieren. Wie gesagt, angemessenes Datenschutzniveau, Datentransfer ist jederzeit möglich, kein angemessenes Datenschutzniveau, dann darf ich das nur machen, wenn ich entsprechend Regelungen beachte. Dazu gibt es da Möglichkeiten. Das sind die Binding Corporate Rules, das ist die Möglichkeit für Datentransfer innerhalb von Konzernen, ist nicht unser Thema. Für uns interessant sind die EU-Standardvertragsklauseln. Das sind Klauseln, die die EU-Kommission mal als Muster entworfen hat, bei denen man davon ausgeht, wenn beide Parteien, also sowohl der EU als auch der außerhalb der EU, wo ihr zum Beispiel hostet, sich mit denen einverstanden erklären, dann müsste das Datenschutzniveau halbwegs funktionieren. Es gibt aber Besonderheiten, insbesondere bei den USA, da kommen wir gleich drauf. Es gibt noch theoretisch eine dritte Möglichkeit, Einwilligung der Betroffenen, aber Vorsicht, die wird im Moment sehr gerne benutzt für Datentransfer in die USA. Diese Genehmigung ist aber nicht für den Standardfall geeignet, sondern die ist nur geeignet, um in Ausnahmefällen mal im Einzelfall Daten zu verschieben. Das heißt, ich kann mit einer Einwilligung nicht generell meine Daten in den USA hosten. Da brauche ich tatsächlich mindestens mal die Standardvertragsklauseln für. Eventuell noch was mehr, da kommen wir gleich zu. Für die USA
wo ja nun viele Daten von uns liegen, einfach weil wir viel mit amerikanischen Diensten arbeiten, gab es ursprünglich mal ein Safe Harbor Abkommen. Das hieß, Firmen in den USA können sich freiwillig zertifizieren, unter dieses Abkommen stellen. Und alle Firmen, die sagten, wir wenden die Regeln dieses Abkommens an, für die galt die USA als sicherer Ort, als sicherer Hafen. Das heißt, die Daten konnten da genauso liegen, als wenn sie in einem Land liegen, für das ein Angemessenheitsbeschluss war oder innerhalb der EU. Unter diesem Abkommen, Safe Harbor Abkommen standen die großen eigentlich alle, ne? Also insbesondere Facebook stand da drunter, Microsoft hat es angewandt, Google hat es angewandt. Wer es nicht angewandt hat, war damals schon Automattic mit WordPress.com und sowas, aber gut, war ja nicht das Problem. Das hat gehalten von 2000 bis 2015 und dann kam das sogenannte Schrems I-Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Schrems war damals ein Jurastudent aus Österreich, inzwischen ist er fertig. Und der hatte sich geärgert über die Daten, die Facebook über ihn speichert. Sprich, er hatte mal von Facebook erzwungen, dass die ihm eine Auskunft geben über alle Daten, die über ihn gespeichert sind, und wunderte sich dann, wie groß das Paket war, das er da bekam. Dieses erste Schrems-Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union führte dazu, dass Safe Harbor Abkommen für null und nichtig erklärt wurde vom EuGH. Das heißt, es gab keine Möglichkeit mehr. Theoretisch hätten wir ab dem Zeitpunkt, wo das Urteil erschienen ist, keine Daten mehr in die USA transferieren können. Da war natürlich zuerst der Aufschrei groß. Das hat dann so knapp 1,5 Jahre gedauert. Und dann, siehe da, wie Phönix aus der Asche, gab es ein neues Urteil, ein neues Abkommen, das sogenannte Privacy Shield Abkommen. Das war, wenn man so will, alter Wein in neuen Schläuchen. Das war nämlich genau das gleiche wie das Safe Harbor Abkommen, wo sich die EU und die US-Regierung nochmal versicherten: Ja, und wir sind alle ganz freundlich zueinander und selbstverständlich, wir spionieren auch nicht, außer in den Fällen, wo es auffällt. Aber es war wirklich mehr oder weniger das alte Abkommen wieder nur neu verpackt. Dieses Abkommen, da war von vornherein klar, sobald das beim EuGH ist, ist das Ding wieder tot. Es hat aber tatsächlich 4 Jahre gedauert, bis das der EuGH entschieden hat. Das lag einfach daran, dass man nicht so einfach hinkommt. Die Staaten hatten kein Interesse daran, es zu kippen. Die waren ja froh, dass es wieder eine Möglichkeit gibt. Das konnte also nur wieder von Privatleuten gekippt werden. Und die müssen ja immer vor den nationalen Gerichten anfangen und dann muss es von da vorgelegt werden. Und das ist halt ein langer Prozess. Und tatsächlich war es wieder Schrems, der immer noch in dem gleichen Feldzug gegen Facebook. Und dann gab es 2020 das zweite Schrems-Urteil des EuGH. Und in dem Zusammenhang schrieb der EuGH den EU-Politikern drei Sachen ins Stammbuch. Erstens mal, das Privacy-Shield-Abkommen ist nichtig. Aufgrund dieses Abkommens dürfen keine Daten in die USA transferiert werden. Zweitens mal, die EU-Standardvertragsklauseln können zwar weiter angewendet werden, die sind nicht nichtig, die können angewendet werden. In den meisten Staaten, weil, wie gesagt, die werden ja für die ganze restliche Welt benutzt. Wenn sie aber für die USA angewendet werden müssen, oder im Datentransfer mit den USA benutzt werden, dann ist es so, dass ihr zusätzlich überprüfen müsst, in jedem einzelnen Fall, ob die Daten vielleicht sensibel sind und ob es die Gefahr der Ausspähung durch die US-Dienste gibt. Das heißt, die EU-Vertragsklauseln waren zwar weiter anwendbar, aber auf gut Deutsch auch nicht im Verkehr mit den USA. Auch die Tür hat der EuGH eigentlich zugemacht, auch wenn man das dann nicht so ganz wahrhaben wollte und es dann versucht hat. Mit den Standardvertragsklauseln hat die EU-Kommission dann nachgebessert, hat neue vorgelegt, die man jetzt benutzen kann. Ich sage mal so, wer die benutzt und ja, es ist jetzt eine gewisse Sicherheit, weil die Datenschützer müssen es als, die EU-Datenschützer müssen es auch als angemessen dann zugrunde legen. Aber auch das ist nur eine Frage der Zeit, sage ich ganz dazu. Für das Privacy Shield Abkommen hat es bisher noch kein Nachfolgeabkommen gegeben. Es hat
Anfang des Jahres, im Mai, gab es eine Erklärung sowohl der US-Regierung als auch der EU-Kommission, dass man sich grundsätzlich auf ein neues Abkommen geeinigt habe. Die Presseerklärung war so mager, es stand nicht drin, was drin, wie dieses Abkommen aussehen sollte und was. Also auf gut Deutsch, das war nur ein bisschen, wir versuchen euch mal ein bisschen zu beruhigen. Es gibt bisher keins. Ich kann mir auch im Moment nicht vorstellen, dass es in nächster Zeit eins geben wird. Das heißt, derzeit müssen wir damit leben. Es gibt keine Möglichkeit, außerhalb eventuell der EU-Standardvertragsklauseln Daten in die USA zu transferieren. Das gilt für alle Dienste. Das gilt jetzt nicht nur für Google Fonts, wo es jetzt aufgekocht ist, sondern das gilt auch für alles andere. Das gilt für Amazon, das Web Services, das gilt für die Microsoft Azure Cloud, das gilt für alle Google-Dienste, das gilt für alle Automatic-Dienste, also zum Beispiel Gravatar, ne, was viele noch auf ihren Webseiten laufen haben, das standardmäßig eingeschaltet ist von WordPress. Für WordPress.com, das man auch deswegen eigentlich hier nicht mehr benutzen darf und so weiter. Wobei das eben ein Sonderfall ist, weil Automatic mit den Diensten auch nicht unter Privacy Shield war, das durfte man eigentlich auch vorher schon nicht benutzen alles. Also im Moment ein großes Problem. Um eins allerdings klarzustellen, das betrifft den Datentransfer in die USA. Das betrifft nicht den Datentransfer auf entsprechende Rechenzentren von Amazon Web Services oder der Google Cloud oder Microsoft Azure, die hier in der EU stehen. Die darf man weiter seine Daten verschieben. Ja, wir wissen alle, dass die US-Regierung eine Zugriffsmöglichkeit sich gesetzlich gesichert hat, auch auf die europäischen Töchter ihrer Firmen geschenkt. Da müssen die Firmen dann halt überlegen mit ihren europäischen Datenzentren, welches Recht sie brechen. Brechen sie Deutsch, also europäisches Recht oder brechen sie EU, amerikanisches Recht? Wir wissen zwar, wie das ausgeht, aber das ist zuerst mal nicht unser Problem. Also das ginge theoretisch. Zumindest so lange, bis das irgendwann rauskommt, dass tatsächlich da geschnüffelt wird, dann wäre es auch wieder zu Ende. Also, wie gesagt, im Moment keine vernünftige Lösung, abseits der EU-Standardvertragsklauseln. Das heißt, ich muss, wenn überhaupt, mit EU-Standardvertragsklauseln arbeiten. Die gibt es auch, zum Beispiel Google macht das für einige Sachen, aber zum Beispiel auch nicht für alle. Ne? Also, wenn ihr Google Analytics habt, dafür könnt ihr es benutzen, dafür kriegt ihr von Google einen Vertrag, der die EU-Standardvertragsklauseln anwendet. Wenn ihr andere Google-Dienste benutzt, den Tech Manager zum Beispiel, der in Marketingagenturen sehr viel benutzt wird, oder die Google Fonts, da gibt es keine entsprechenden Verträge, weder über die Auftragsverarbeitung noch über die Anbindung der EU-Standardvertragsklauseln. Das sind also Sachen, die eigentlich hier nicht mehr nutzbar sind. Und wie gesagt, es gilt auch, das hat der Europäische Gerichtshof uns halt im Stammbuch geschrieben, auch immer noch, selbst mit den Standardvertragsklauseln, dass weitere Abwägungen notwendig sind im Hinblick auf die staatlichen Überwachungsprogramme der USA. Das heißt, ihr müsst da in jedem Fall, könnt ihr hinten eben ausmachen? Danke. Ihr müsst also in jedem Fall da überlegen, sind es zum Beispiel sehr sensible Daten, die ich da auch rübergebe, also medizinische Daten, Daten über politische Einstellungen? Und wenn ja, dann gehören die nicht auf US-Server. Und Seiten, wo man auch nur aus den Besuchen entsprechende Gesinnungen entnehmen kann, gehören auch nicht mit Google Analytics oder so versehen. Das ist ein No-Go, auch hiernach. Wenn ihr eine Faustformel dafür haben wollt, ich benutze eigentlich immer so ganz grob, wenn in den USA bekannt wird, dass ich diese Einstellung hätte, die mit dieser Website, mit dem Besuch zum Beispiel verbunden werden könnte, würde ich dann noch ein ESTA, also eine Vorabwiesung kriegen, ja oder nein? Ja, das heißt, wenn ihr Seiten habt mit linken Themen, mit Gewerkschaftsthemen, mit Gender-Themen, alle diese Webseiten sind für Analytics gestorben. Selbst wenn ihr da Standardvertragsklauseln vereinbart, Auftragsverarbeitungsvertrag vereinbart. Nein, es wird nicht gehen. Und das gibt
wenn es rauskommt, ein Riesenärger für euch. Also lasst das auf alle Fälle sein. Solche Seiten gehören immer ohne jegliche US-Dienste. Bei allen anderen könnt ihr US-Dienste von mir aus einspannen, aber passt auch da auf, meines Erachtens geht es eigentlich nirgendwo. Und wie gesagt, ihr müsst dann halt auch immer einen Dienst haben, wo die Standardvertragsklauseln so eingebunden werden können. Und das ist zum Beispiel halt bei Google Fonds nicht der Fall, weil Google sagt ja da, wieso, wir machen doch da nichts, also brauchen wir auch keine Vereinbarung. Und damit ist der Dienst für hier tot. Der ist nicht nutzbar. Genauso wie der Tech Manager. Also Beispiele. Hosting, WordPress.com geht nicht. CDNs wie Cloudflare können funktionieren, aber ihr könnt bei Cloudflare ja zum Beispiel nicht wählen, über welche wird es ausgeliefert. Wenn ihr natürlich das nutzt für Seiten, die sowieso nur in Deutschland aufgerufen werden, okay, dann geht es wahrscheinlich. Aber auch da gehört immer die Abwägung dazu, sind es sensible Inhalte, dann eher nein. Website-Dienste wie Google Analytics im Regelfall nicht, es sei denn, es sind ganz unverfängliche Themen, dann mag es gehen. Wobei ich dann aber auch dazu sage, dann geht es, was die Datenübertragung betrifft. Allerdings habe ich bisher noch keine Google Analytics Einbindung gesehen, die tatsächlich datenschutzkonform erfolgt ist, weil mit dem Auftragsverarbeitungsvertrag kommt er nicht weiter, das Datenübermittlung, weil Google die Daten ja auch für eigene Zwecke benutzt. Und ihr seid aber mitverantwortlich dafür und müsstet vor der wirksamen Einwilligung Auskunft darüber geben, was Google alles mit den Daten macht. Das weiß aber außerhalb von Google keiner. Ihr könnt also die Auskunft nicht geben. Wenn ihr die Auskunft nicht geben könnt, können die nicht Besucher eurer Webseite nicht wirksam einwilligen. Ne? Also da ist jetzt, ob die Frage, ob da jetzt der Datenmaßstab in die USA gibt, eigentlich nur zweitrangig. Es geht schon aus anderen Gründen nicht. Gilt übrigens für alle Google Fonds geht, wie gesagt, allein schon aus Datentransfergründen nicht, sonst allerdings auch nicht. Google Maps ist auch wieder so eine Sache. Man kann dafür, glaube ich, die Standardvertragsklausel mit Google vereinbaren. Aber auch da passt bitte wieder auf, was ist innerhalb der Webseite? Es geht dann wirklich nur bei unverfänglichen Webseiten. Ne? Also die Webseite vom Schreinermeister, ja klar, keine Frage, die geht. Ne? Die Webseite von einem Buchhandel wird schon schwieriger. Die Webseite von zum Beispiel einem Frauenarzt mit einschlägigen Themen, nein. Ne? Also auch da aufpassen. Newsletter, klassisches Beispiel Mailchimp. Ich frage jetzt mal nicht, wie viele von euch noch Mailchimp benutzen, es werden einige sein. Mailchimp sah ja zwischendurch mal so aus, da hatten die ja so tatsächlich mal ein Rechenzentrum in Irland angedacht, haben sie alles wieder eingestampft. Das läuft im Moment über Standardvertragsklauseln. Wie gesagt, nur bei unverfänglichen Themen, ansonsten auch da nimmt lieber einen deutschen Anbieter oder einen europäischen Anbieter, auch wenn es da nicht viel Vernünftiges gibt. Cloud-Dienste, Amazon Web Service, Google Cloud, MS Azure funktionieren, aber bitte nur mit den europäischen Datenzentren. Und da übrigens noch eine kleine Anmerkung am Rande. Die Firmen versuchen im Moment alle neue Datenzentren in Irland zu bauen. Die irische Energieagentur hat allerdings den Anschluss dieser neuen Rechenzentren ans Stromnetz gestoppt. Weil da so viele Rechenzentren jetzt plötzlich neu gebaut werden sollten, dass das irische Stromnetz sie nicht verkraftet hätte. Also es könnte sein, dass die Anzahl der in der EU betriebenen Rechenzentren nicht so schnell wächst, wie es dafür sein müsste. Eine Frage, was mit Google Analytics 4 ist genau das gleiche wie auch die alten Versionen. Es gibt Google verarbeitet die Daten auch bei Google Analytics 4 für eigene Zwecke mit. Das heißt, es ist keine Auftragsverarbeitung, sondern es ist Datenübermittlung. Datenübermittlung heißt immer auch gleichzeitig, ich brauche einen Grund dafür. Der Grund kann hier nur Einwilligung sein. Ihr könnt nicht mehr mit berechtigtem Interesse oder sowas arbeiten für die Datenübermittlung. Einwilligung setzt eine informierte Einwilligung voraus. Das heißt, ihr müsstet informieren über die Verarbeitung, die Google vornimmt. Also für welche Zwecke. Wie lange wird es gespeichert, das wisst ihr alles nicht. Und solange ihr darüber nicht informieren könnt, könnt ihr keine wirksame Einwilligung einholen. Und damit ist Google Analytics 4 gestorben.
unabhängig von der Tatsache, dass ein Datentransfer in die USA hier auch durchaus problematisch sein kann, je nachdem, was er von der Webseite betreibt. Gilt halt auch für einige soziale Medien. Wenn er zum Beispiel Facebook nimmt, Facebook gibt es so ein bisschen, da kann man juristisch ein bisschen das Haar spalten. Wenn ihr selbst dann nur Facebook so ein paar Einträge macht, alles kein Thema. Wenn ihr auf Facebook eine Gruppe moderiert, auch kein Thema. Aber die meisten von euch, die Facebook benutzen, benutzen bei Facebook die Fanpages, also die Unternehmensseiten. Und bei denen, sagt der Europäische Gerichtshof, seid ihr mit in der Verantwortung. Also da seht ihr die gemeinsame Verantwortung von Facebook, dass ihr entsprechend verantwortlich also auch seid, weil ihr auch von Facebook die Daten geliefert, in ausgewerteter Form hier wieder geliefert bekommt da. Dass ihr mitverantwortlich seid für die Auftragsverarbeitung von Facebook. Das heißt, ihr müsstet dafür den Kopf hinhalten, ihr müsst darüber Auskunft erteilen, was ihr nicht könnt, was in dem Fall dann auch wiederum Probleme für euch geben würde, wenn es einer verlangt. Ne? Also diese Unternehmenswebseiten sind nach wie vor ein No-Go, gehen nicht. Twitter ist nicht das Problem, weil da gibt es die entsprechende Sache nicht. Es sei denn, ihr seid Werbetreibende auf Twitter, dann könnt ihr wieder entsprechende Daten kriegen. Also da müsst ihr ein bisschen aufpassen. YouTube ist auch so eine Sache. Auch da kriegt ihr, wenn ihr entsprechend richtig loslegt, entsprechende Einsichten, wie eure Besucher kommen, über die Besucherverteilung, wie waren die sehen und alles. Das führt dazu, dass der, wenn ich die Kriterien des Europäischen Gerichtshofs da anlege, aus der Facebook-Entscheidung, dass auch da eine Mitverantwortung besteht. Also auch da. Nein. Also ihr merkt schon, ne, ich habe versprochen, in 20 Minuten mache ich mich unbeliebt. Ich glaube, ich habe es jetzt schon bei allen von euch geschafft. Das Gleiche gilt auch für WhatsApp, das gilt auch für Gmail. Ne? Also Gmail als Webdienst, was viele haben, ist ein No-Go. So, das zuerst mal zu dem Thema. Sind da ein paar Fragen? Dann würde ich die sagen, machen wir die jetzt, bevor wir dann zu den Cookies und dem kommen. Dirk fragt, ist es dieselbe Problematik, die Verwendung von Adobe wie bei diesem Fonds? Ja. Also bei Adobe war eh immer noch das Problem, die Adobe-Fonds konnte ich ja nicht einfach so verwenden, sondern da muss ich ja eine Lizenz mit Adobe schließen, aufgrund derer Adobe selber ja auch mitträgt, wie viele Aufrufe da sind, wie viele Besucher da sind. Weil da ist ja Grundlage der Abrechnung mit Adobe. Schon da fängt es an, für mich ein bisschen schwierig zu werden. Aber das hätte man eventuell noch hingekriegt mit berechtigtem Interesse. Aber da Adobe die auch nur aus den USA ausliefert, ist das auch ein Problem, ja. Ich hätte auch noch eine kurze Frage. Ja. Und zwar... Also soweit ich weiß, ist das eigentlich in Ordnung, aber ich dachte, ich frage noch mal extra nach, um sicher zu sein. Man kann ja alle möglichen Websites über ein iFrame einbinden und anzeigen lassen. Da habe ich jetzt halt über Embed Privacy die Verbindung unterbrochen, so lange, bis der Nutzer dann sagt, ja, okay, will ich sehen, zeig her, bin ich einverstanden. Das ist doch dann... prinzipiell in Ordnung so, ne? Ja und nein. ja, es ist besser, als es nicht zu machen. Das Problem, was du hast, ist, wenn du es mit Embed Privacy machst, ja, mache ich auch. Ne? Ja. Kannst das oftmals machen, weil das natürlich auch dazu führt, dass der Kunde dann, wenn der Website-Besucher ja bewusst sagt, ich will aber jetzt YouTube angezeigt haben. Um einen klassischen Fall dazu nehmen. Ja, zum Beispiel. Dann geht das, ja. Wenn du das über nur die üblichen Banner machst, die Cookie-Consent-Banner, dann würde es nicht funktionieren. Weil dann ist das eine Einwilligung unter vielen, die nicht in einem Einzelfall erhoben wird. Das reicht nicht. No? Aber wenn du es mit sowas wie Embed Privacy machst, ja, das reicht dann. Weil dann ist es darauf beschränkt. Es gab jetzt noch eine... Achso, ja. Ja, nochmal. Könnte man Google Maps dann nicht auch so einbinden mit Embed Privacy, einfach als iFrame? Ja, klar.
Zumindest dann, wenn es, wie gesagt, unproblematische Seiten von ihren Themen her sind. Ja. Ne? Sobald diese Themen sensibel werden, nein, aber ich sag mal, deshalb die, Google Maps auf der Tichler-Seite ist unproblematisch. Ne? Wobei dann auch für mich immer die Frage ist, muss ich es da einbinden oder reicht da nicht einfach auch ein Link, den die Leute aufrufen, dann direkt auf ihrem Handy die Navigation haben. Ja, ja gut, wäre für Restaurants oder sowas ist das ja vielleicht, das wäre ja auch unverfänglich. Ne? Ja. Aber wie gesagt, ich würde auch da immer überlegen, ob ich es nicht lieber mit dem Link dann mache, dann haben sie direkt die Navigation auf ihrem Ding und du bist auf alle Fälle aus allem raus. Ja, okay, danke erstmal. So, Marion hatte noch nachgefragt, soll das heißen, ich mache mich strafbar, wenn ich WhatsApp auf dem Handy habe? Nein, du machst dich nicht strafbar. Du kannst es auch privat so viel benutzen, wie du willst. Aber WhatsApp ist nicht für die Unternehmenskommunikation geeignet. Was oftmals Schwierigkeiten macht, weil ich weiß, viele Firmen bauen da ihre ganze Kommunikation drauf auf und ihre ganzen Workflows drauf auf. Ja gut, wenn es nicht anders geht, geht es auch nicht anders. Aber euch muss bewusst sein, WhatsApp kriege ich nicht datenschutzkonform betrieben. Wenn es darum geht, jetzt nur ein paar Auftragsdaten hin und her zu schieben auf unproblematischen Sachen, bitte sehr, macht's. Aber sobald da Daten drüber kommen, die ans Eingemachte gehen, nein. Ja. Und ihr müsst auch aufpassen, WhatsApp hat noch eine ganz blöde Eigenschaft. WhatsApp will immer Zugriff auf euer Telefonbuch haben. Und das sind Daten, deren Transfer zu WhatsApp ist nie gedeckt, weil da habt ihr nie die Einwilligung zu. Deshalb, wenn dann WhatsApp bitte so betreiben, dass es in einer abgekapselten Blase ist auf eurem Handy. Manche Handys haben ja die Möglichkeit, zum Beispiel zwischen Business und Privat zu wechseln, dann benutzt es bitte nur in der Form, wo es geht. Oder es gibt so Apps, die das auch entsprechend kapseln können, zum Beispiel auf Android-Telefonen. Da müsst ihr das auch entsprechend machen, damit ihr nicht eure ganzen Kontaktdaten von euren ganzen, oder den Daten eurer ganzen Kontakten da übertragen wird. Also, wie gesagt, privat alles kein Thema. Beruflich, wenn es irgendwie geht, lasst die Finger davon. Es gibt Ärger. Marion fragt ja noch, wir nutzen das fast nur im Verein und privat. Gut, privat, wie gesagt, ist nicht das Thema. Muss jeder selber wissen. Verein kommt immer drauf an. Ne? Wenn der Verein der übliche Sportverein oder sonst, ich sag mal, ein Freizeit gestaltender Verein ist, ist das nicht das Thema. wenn das berufliche Vereinigungen sind, ist es ein Thema. Ne? Also auch da passt ein bisschen auf, je nachdem, was es ist. Ja, Sportverein, sagt Marion jetzt, ja. Sportvereine sind nicht das Problem. Es sei denn, es handelt sich, um ein Beispiel zu geben, stell dir vor, es handelt sich um Behindertensport oder Reha-Sport oder sowas, ne? Dann wäre es ein Problem. Weil dann wird damit auch gleichzeitig preisgegeben, dass gewisse Einschränkungen da sind bei den Leuten. Und das ist eine Sache, ein persönliches, personenbezogenes Datum, das darf nicht transferiert werden. Also in solchen Fällen wäre WhatsApp mit Sicherheit auch da fehl am Platze. Okay, das zweite Thema, was wir haben, wir können ja zum Schluss immer noch, wenn noch Fragen euch nachträglich noch kommen, können wir die nachher immer noch machen. Das zweite Thema, was wir haben, sind Cookies. Oder überhaupt das Telekommunikations-Telemedien-Datenschutzgesetz. Ihr merkt schon an dem Titel, es ist ein ganz neues Teil. Bevor wir jetzt in die Regelung einzeln eingehen, mal eben eine kurze Unterscheidung, Datenschutz und E-Privacy. Es wird oftmals in einem Atemzug genannt, aber es sind zwei unterschiedliche Sachen. Das ist einmal der Datenschutz, das heißt der Schutz der personenbezogenen Daten jedes Einzelnen. Na, ich darf also nicht irgendwas ausplaudern, was ich über dich weiß. Das andere ist die E-Privacy. Da geht es nicht um den Schutz der Daten, oder jedenfalls nicht direkt, sondern da ist Schutz zuerst mal die Integrität der Datenverarbeitungssysteme der End-User. Also ich darf nicht einfach ein Cookie auf euer Smartphone oder auf euer Notebook legen.
ich darf nicht versuchen, ein Fingerprinting zu machen, um euch darüber zu identifizieren und solche Geschichten. Ne? Also das eine geht direkt auf die Daten, das andere geht einfach drauf, ich darf eure Eingabesysteme, euer Smartphone, euer Notebook und so weiter nicht missbrauchen für meine Zwecke. Das sind zwei ganz unterschiedliche Schutzziele, die führen auch dazu, dass die Regelungen da nicht ganz gleich sind. Ne? Wenn man das Ganze, es geht aber trotzdem mit den Begrifflichkeiten oftmals durcheinander, deshalb muss man da ein bisschen aufpassen. Datenschutz kennt ihr, gibt es in der Europäischen Union die Datenschutzgrundverordnung seit ein paar Jahren, haben wir uns inzwischen ja alle halbwegs dran gewöhnt. Und dann gibt es in Deutschland das Bundesdatenschutzgesetz als Ausführungsgesetz, wo dann noch so ein paar Besonderheiten drin geregelt sind. Betrifft die Aufsichtsbehörden, betrifft den Arbeitnehmerdatenschutz, ist also nicht ganz unser Thema. Bei der E-Privacy gibt es auf Europäischer Union eine E-Privacy-Richtlinie. Die heißt übrigens auch Richtlinie über den Datenschutz im elektronischen Zeitalter. Also auch da ist die Terminologie noch nicht ganz eindeutig. Der Unterschied zwischen den beiden ist, DSGVO ist eine Verordnung, das heißt, EU-Verordnungen gelten unmittelbar in jedem Land automatisch. Die Privacy-Richtlinie ist eine sogenannte Richtlinie. Richtlinien müssen von den einzelnen Mitgliedstaaten umgesetzt werden. Diese Privacy-Richtlinie, die stammt aus den 2000er Jahren noch, ist also schon etwas älter. Und Deutschland hatte eigentlich nie Bock, die großartig umzusetzen und hatte dann die alten Regeln des Telemediengesetzes als Umsetzung nach Brüssel gemeldet. Und Brüssel hat das auch zuerst mal so akzeptiert. Das war alles nur keine Umsetzung. Ne? Ich meine, es fällt eh immer schwer, mit Regelungen schon was umzusetzen. Also eine Regelung, die älter ist als das, was ich umsetzen soll, als Umsetzung, ja gut, okay, ne? Juristen schaffen sowas, aber es ist natürlich etwas schwierig, aber das hat man versucht lange Zeit. Irgendwann hat mal der Status quo war auch so, und dann hat irgendwann den Bundesgerichtshof mal der Hafer gestochen. Und er hat genau diese Frage, ob dieses Telemediengesetz eine wirksame, vernünftige Umsetzung der E-Privacy-Richtlinie ist, dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt. Und dann kam genau das, was kommen musste. Der Europäische Gerichtshof sagt, nee, wie soll das eine Umsetzung sein? Das heißt, der deutsche Bundesgesetzgeber muss jetzt eine neue Umsetzung schaffen, und das ist dieses Telekommunikations-Telemedien-Datenschutzgesetz. Da steht wieder Datenschutz drin, aber es ist kein Datenschutz, sondern es ist die Privacy. Ja, das heißt, ich muss auch entsprechend jetzt immer zweispurig denken mit allem. Ich habe auf der einen Seite die Datenschutzregeln und ich habe auf der anderen Seite die Privacy-Regeln, über die wir uns jetzt hauptsächlich unterhalten. So, im Telemediengesetz gab es eine Definition dafür, was Telemedien sind. Die gilt auch jetzt noch. Elektronische Informationsdienste, soweit sie nicht der Telekommunikation, also nicht Telefon sind oder was, oder Rundfunk sind. Das heißt, jede Webseite ist ein Telemedium. Jeder Newsletter ist ein Telemedium. Jeder Chatdienst ist ein Telemedium. Ne? Also alles das, was wir typischerweise hier machen, sind Telemedien. Das heißt, die Regeln gelten für uns. Anbieter dieser Telemedien ist jede natürliche oder juristische Person, die eigene Telemedien erbringt. Also jeder Webseitenbetreiber, jeder Newsletterversender und so weiter. Und Nachricht ist dann jede Information, die zwischen den Beteiligten über solche Dienste ausgetauscht werden können. Also jedes Cookie, was ich setze, jede IP-Adresse, die übermittelt wird und so weiter und so fort. Ihr merkt also schon, das Ganze geht relativ weit. Das gilt auch wieder nach dem Marktortprinzip für jede Webseite, die entweder oder jeden Telemediendienst, der entweder hier in der Europäischen Union betrieben wird oder der zwar außerhalb, zum Beispiel in Amerika betrieben wird, aber auch für die Europäische Union bestimmt ist. Ja, das heißt, auch Facebook oder Google oder Microsoft müssen sich eigentlich an diese Regelungen halten. Okay, lachen wir mal. In diesem Gesetz geht zuerst mal viel um Telekommunikation, interessiert uns nicht. Und da gibt es eine Regelung, die uns im Moment alle unendlich ärgert. Das ist dieser Paragraph 25. Der sagt, die Speicherung von Informationen in Endanrichtungen der Endnutzer
ist nur zulässig, wenn der Endnutzer auf der Grundlage von klaren, umfassenden Informationen eingewilligt hat. Das heißt, ich darf Cookies, ich sage jetzt immer Cookies, das heißt, sind aber auch alles andere, ne? Auch wenn ihr irgendwas in der Browser-Datenbank speichert, wenn ihr Fingerprint betreibt und so weiter, das gilt dafür alles. Also lasst euch nicht in falschen Hoffnungen wiegen, dass alles, was nicht Cookie ist, nicht funktioniert. Alles, was ähnliche Zwecke erfüllt, ist das gleich, auch wenn ich jetzt immer nur Cookies sage. Cookies darf ich nur setzen aufgrund einer Einwilligung. Und da gibt es in Absatz 2, da steht dann drin, diese Einwilligung ist nicht erforderlich. Und dann gibt es zwei Regelungen. Das eine ist, wenn sie eh schon da entsprechend gespeichert sind und für die Übertragung im öffentlichen Telekommunikationsnetz ist, das ist nicht unser Thema, merkt ihr auch. Es gilt also nur diese zweite Regelung. Wenn die Speicherung unbedingt erforderlich ist, damit der Anbieter einen vom Benutzer ausdrücklich gewünschten Telemediendienst zur Verfügung stellen kann. Das heißt, das ist die sogenannte technische Erforderlichkeit. Cookies, die technisch erforderlich sind, die dürfen gesetzt werden ohne Einwilligung. Alles andere brauche ich zwingend eine Einwilligung. Ja, und das führt zu diesen ganzen Consent-Banner, die wir im Moment haben, die ja nur noch nerven. Auch weil sie viel zu viel gesetzt werden. So, das heißt, ihr müsst euch halt immer selbst überlegen, setze ich überhaupt Cookies auf meiner Seite? Wenn ich die nicht setze, brauche ich auch keine Einwilligung. Sei denn, ich brauche die aus anderen Gründen, dann ist der Banner vielleicht doch noch interessant. Also wenn ihr unbedingt sagt, ihr wollt Google Analytics haben, versucht es halt wenigstens mal mit einer Einwilligung. Auch wenn es, wie gesagt, nicht viel nützt. Das ist immer die erste Frage. Ich sehe viele Webseiten, die gar keine Cookies haben, aber unbedingt Cookie-Consent-Banner drauf haben. Das nervt, aber es bringt nichts. Es vertraut nur eure Besucher. Also überlegt euch zuerst mal, ob ihr überhaupt Cookies habt. Und wenn ihr sie habt, überlegt euch, ob ihr sie braucht. Oder ob man den Dienst, der die Cookies unbedingt setzen will, nicht besser zum Teufel jagt. Das erspart manchmal auch diese Cookie-Consent-Banner. Und dann ist immer die Frage, wenn ihr sie habt, braucht ihr sie unbedingt? Ne? Also Beispiele sind zum Beispiel Login-Dienste. Ne? Wenn ihr bestimmte Sachen nur für Abonnenten zur Verfügung stellt, ja klar, dann müssen die sich einloggen und das wird mit dem Cookie natürlich gekennzeichnet, keine Frage. Wenn ihr einen Webshop habt, dann braucht ihr einen Warenkorb. Den Warenkorb macht man typischerweise über ein Cookie. Es gibt auch andere Möglichkeiten, die sind aber nicht sicher. Also Cookie ist auch da technisch erforderlich. Ne? Für diese Cookies brauche ich keine Einwilligung, die kann ich einfach so machen. Und damit kommt man eigentlich schon relativ weit. Und wie gesagt, bei denen, die nicht technisch erforderlich sind, überlegt euch immer, ob ihr sie auch wirklich braucht oder ob man nicht auf sie verzichten kann. Das heißt, dieses Einwilligungserfordernis gilt für das Speichern von Daten auf dem Benutzergerät und auch für das Abrufen dieser bereits gespeicherten Daten. Egal jetzt wie, gilt auch für Fingerprinting und so weiter. Ich brauche eine Einwilligung rein objektiv. Es ist vollkommen egal, ob dem, ob da irgendwelche Daten betroffen sein können, die persönliche sind. Also auch wenn da nur rein objektive Daten abgefragt werden, die keinerlei Personenbezug haben, theoretisch auch dann brauchte ich eine Einwilligung, sobald ich entsprechend mit Cookies arbeite. Und diese Einwilligung muss erfordern, bevor der Zugriff erfolgt, also bevor das Cookie gesetzt oder ausgelesen wird. Auch das ist immer wieder schön, wenn man auf neue Webseiten kommt, dann erscheint da ein Cookie-Banner und wenn mich der Teufel reitet, dann gucke ich doch mal nach, welche Cookies hat denn der Webseite vorher schon gesetzt und sehe dann, ja, dass die ganzen Werbenetzwerke und Google Analytics und so weiter alle vorher schon munter gesetzt wurden. Ja, ne? Also dann kann ich mir der Cookie-Consent-Banner auch sparen, denn dann ist es eh zu spät. Ne? Wenn ihr also so einen Cookie-Consent-Banner einbaut, dann müsst ihr das so einbauen, dass das tatsächlich alles erledigt ist mit der Einwilligung, bevor das erste Cookie überhaupt gesetzt wird. Und in dem Zusammenhang auch, ihr dürft den Zugang zu der Webseite, zu dem Telemediendienst nicht davon abhängig machen, dass eingewilligt wird. Also, das Letzte, was ich gesehen habe, war von einem, war eine Webseite, die fragte dann auch ab und wenn man dann auf Nein klickte, nein, ich will die Cookies nicht haben,
dann landet man auf einer Seite, wo dann drin stand, ja, dann hast du Pech gehabt. Nee, geht nicht. Ne? Ihr müsst auch ohne die Einwilligung eurer Telendienste, ganz die Mediendienste genauso zur Verfügung stellen wie mit Einwilligung. Nur ohne Cookies dann halt. Und wie gesagt, ihr müsst dann auch bitte darüber informieren, ne? Warum werden die Cookies gesetzt? Welche Daten werden darüber erhoben? Das muss alles in diesen Consent-Banner mit rein. In der Datenschutzerklärung sollte es natürlich analog auch entsprechend stehen und sich da nicht widersprechen. Das ist auch immer ein häufig gemachter Fehler. Ihr müsst auch darüber belehren, dass man diese Einwilligung jederzeit widerrufen kann. Und ihr müsst auch, und dass dann auch die Daten, die schon übertragen sind, die ihr damit abgerufen habt, natürlich dann übertragen bleiben zuerst mal. Das müsst ihr alles machen. Und ihr müsst auch natürlich die Möglichkeit geben, dann zu widerrufen. Und das dann nicht versteckt in der Datenschutzerklärung, wie man es beim berechtigten Interesse nach der DSGVO auch machen konnte, sondern dann bitte auch auf der Webseite, also dann gehört in den Footer oder sonst wo rein oder in die Seitenleiste auch dann der kleine Banner oder der kleine Link, womit man das Consent-Banner wieder aufruft oder sonst wie die Einwilligung widerrufen kann. Auch das wird meistens vergessen. Und wie gesagt, zu den Anforderungen gehört auch, dass diese Handlung, mit der ich meine Einwilligung erkläre, unmissverständlich und eindeutig bestätigend ist. Ne? Also so besonders lustige Cookies und Sendbanner, wo dann auf einem Button steht, ja, Cookies sind toll, esse ich auch gerne, ist keine Einwilligung. Beschriften der Standfläche, so einer Standfläche, wo da drin steht, ja, habe ich gelesen, ist auch keine Einwilligung. Ne, also da müsst ihr schon auch wirklich sagen, ja, einverstanden. Müsst ihr nicht genau mit diesem Wort machen, aber das muss klar sein auf diesem, und zwar auf dem Button, mit dem die Einwilligung erklärt wird. Und wichtig auch, das Nein muss genauso schnell zugänglich sein. Also diese Banner, wo das Ja für ich bin einverstanden so schön groß ist, und daneben nur ein Button, eine Auswahlmöglichkeit ist Einstellungen, das reicht nicht. Ne? Also dann muss dieses Einstellungen auch sein, da muss es eine Möglichkeit geben, wo auch dann direkt Nein angeklickt werden kann. Nichts außer den unmittelbar erforderlich. Das heißt nicht übrigens, dass die alle gleich schick aussehen müssen. Ne? Ihr könnt natürlich den Ja-Button grün machen und den Nein-Button als normalen Link daneben setzt. Ja, das geht. Aber bitte, er muss da sein. Ja, was meistens nicht der Fall ist. Und das Ganze muss auch immer bezogen auf den konkreten Fall sein. Also die üblichen Angaben, die man findet, wir benutzen die Cookies zu Werbezwecken oder noch besser zur Verbesserung der Nutzererfahrung, findet ihr in jedem Cookie-Consent-Banner fast. Oder für Zwecke der IT-Sicherheit. Ist ja gut und schön, aber reicht so nicht. Also ein bisschen mehr Butter müsst ihr da schon bei die Fische tun, sonst ist das Ganze auch nicht den Banner wert. Und wie gesagt, der Widerruf muss auch möglich sein, also der gehört dann in die Fußzeile oder in die Seitenfläche oder sonst wo rein. So, diese Einwilligung muss wie gesagt auch freiwillig sein. Das heißt, das Ganze muss so sein, dass jeder Besucher frei wählen kann, ob er einwilligen will oder nicht. Und dass er auch keine negativen Erfahrungen hat, wenn er nicht einwilligt. Das heißt, er muss ganz normal eure Webseite oder eure Telemediendienst, was immer ihr da macht, euren Webshop oder sonst was, benutzen können. Und ihr merkt schon, spätestens dann stellt sich die Frage, ja, warum hole ich mir dann die Einwilligung überhaupt noch, die dann vielleicht noch die Hälfte der Leute überhaupt nur abgeben? Bringt es dann das überhaupt noch, wenn ich es eh bereithalten muss? Oder gibt es da nicht intelligentere Lösungen, die ich dann benutzen kann, um an die Daten zu kommen, die ich brauche? Also, wie gesagt, es wird eng. So, Ausnahmen hatten wir schon. Wie gesagt, unbedingt erforderlich. Und es muss auch wirklich gewünscht sein. Also, um mal zum Beispiel zu dem Warenkorb als Beispiel wieder aufzugreifen. Ihr könnt natürlich einen Warenkorb für einen Shop haben, der kann das Cookie gesetzt werden, ja. Aber natürlich bitte nur im Shop und in dem Moment, wo das erste Bestellteil da reingelegt wird. Ne? Nicht schon einen Warenkorb Cookie setzen, sobald ihr auch nur eure Webseite aufruft.
Wäre ja schön, dann könnte man damit wieder gut trecken. Ne? Nein, geht nicht. Auch da passt ein bisschen auf. Das ist insbesondere problematisch bei einigen Bezahldiensten. Ne? PayPal hatte mal diese unangenehme Eigenschaft, dass es mit den üblichen Plugins eingebunden dann plötzlich auf allen Seiten eingebunden war und damit es auch ja überall mittrecken konnte. Nein. Kann ja sein, dass PayPal ein Cookie braucht. Keine Frage. Brauche ich auch nicht unbedingt eine Einwilligung für dann. Aber dann bitte nur auf der Bezahlseite beim Checkout und nicht schon im ganzen Shop. Also auch da aufpassen. Das muss auch entsprechend sein. Und wie gesagt, ausdrücklich gewünscht beim Teledienst ist so eine Sache. Ihr wisst ja eigentlich nichts über eure Kunden, eure Besucher auf der Website oder in dem Shop oder wo auch immer. Ja? Also muss ich aus objektiven Kriterien ableiten. Die müssen also auf die Webseite kommen, durch eine URL, durch einen Link, auf den geklickt wurde und so weiter. Das heißt, wenn ihr natürlich da, Leute dadurch kriegt, dass ihr mit irgendwelchen, ich sag mal, Grauzonenanzeigen die Leute auf eure Seite umleitet, ne, dann sind die Sachen nicht ausdrücklich gewünscht, dann brauchen wir uns über unbedingt nötige Cookies auch nicht zu unterhalten. Genau das Gleiche gilt, wenn ihr auf eurer Webseite Dienste habt, die nicht unbedingt erforderlich sind. Ne? Also nur, weil jemand euren Shop besucht, ist zwar vielleicht das Warenkorb-Cookie erforderlich, aber der Zusatzdienst Google Analytics, der ist nicht ausdrücklich erwünscht. Ne? Weil darüber machen sich die Besucher keine Gedanken, dass sie da noch getrackt werden. Ne? Also könnt ihr nicht sagen, das ist jetzt auch so. Deshalb passt da auch ein bisschen auf. Da muss man unter Umständen das Ganze auch ziemlich granular dann schon mal betrachten. Okay, unbedingt erforderlich. Wie gesagt, hatten wir eben schon gesagt, das Ganze muss auf ein erforderliches Minimum reduziert werden. Technische Erforderlichkeit, wie gesagt, ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Wir haben eben zum Beispiel die ganze Zeit gesagt, Warenkorb ist technisch erforderlich. Wir können einen Warenkorb auch über die URL oder über Get-Input-Parameter da anlegen. Das ist nicht nur technisch so sicher, deshalb macht man es nicht gerne. Möglich wäre das auch. Aber das einzig Vernünftige ist halt das Cookie, also ist es technisch erforderlich. Ihr merkt schon, die Juristen haben diese Griffe geprägt, nicht die Techniker. Ja, was nicht reicht, ist natürlich eine rein wirtschaftliche Erforderlichkeit. So nach dem Motto, ich brauche aber dieses Cookie für mein Geschäftsmodell, sonst kann ich keine Anzeigen betreiben. Ja, Pech. Ja, geht halt nicht. Ihr müsst auch immer bei dem Umblick erforderlich, wie gesagt, auf das Wann, nämlich auf den Zeitpunkt der Speicherung achten. Also erst den Warenkorb, erst dann bitte, wenn auch was reingelegt wird und nicht vorher. Die Frage ist auch immer, wie lange. Ne, Warenkorb, wie lange bleibt ein Warenkorb bestehen? Klar, wenn die Bestellung ausgeführt ist, wird er sowieso gelöscht, weil dann ist bestellt. Aber was ist mit den Leuten, die zum Beispiel was in den Warenkorb legen bei euch in eurem Internetshop, dann aber den Vorgang abbrechen, von der Seite verschwinden? Dann lässt man ja gerne dieses Cookie zuerst mal bestehen, damit, wenn es das nächste Mal kommt, die Sachen noch im Warenkorb haben. Kann man sicherlich eine gewisse Zeit machen, aber auch da gehört ein Verfallsdatum dran. Wenn die nach 2 Monaten wiederkommen, wollen sie nicht noch die Bestellung von vor 2 Monaten haben. Bei den meisten Sachen jedenfalls nicht. Also auch da überlegt euch, wenn ihr sowas habt, das Cookie mit dem entsprechenden Verfallsdatum zu versehen. Ist ja kein Problem, kann man ja machen. Aber macht dann bitte auch. Ja. Und wie gesagt, in das Cookie gehört auch nur das rein, was ihr unbedingt dann braucht. Und nicht nach dem Motto, ich habe ja da ein Cookie, was ich technisch unbedingt erforderlich habe, also Login-Cookie oder Warenkorb, da kann ich auch alles andere damit reinpacken. Nein, nicht. Okay, die Frage ist natürlich auch immer bei der Einwilligung, wie kann ich die nachweisen? Muss ja nachweisbar sein. Jetzt speichert einer von euch die Einwilligung von einem ganzen Besucher? Nö, ne? Auf der Webseite macht keiner. Wie denn auch? Ne? Das muss auch nicht unbedingt, aber worauf ihr halt achten müsst, ist, dass der Verarbeitungsprozess auf der Seite nachweisbar so ist, dass dann zuerst das Cookie-Consent-Banner geschaltet wird, wenn es denn sein muss, und danach erst das Speichern oder Auslesen der Daten über die Cookies erfolgt. Wenn das der Fall ist, seid auf der sicheren Seite, dann könnt ihr immer diesen Prozess ja auch nachweisen. Aber
achtet halt auch darauf, dass es so ist und dass ihr es entsprechend nachweisen könnt. Dann ist nämlich auch klar, dass ihr nicht unberechtigt Cookies setzen könnt. Okay, also wie gesagt, Cookie-Banner, überlegt euch immer zuerst, brauche ich sie überhaupt? Das kann aus Datenschutz, aus E-Privacy-Gründen erforderlich sein. Und überlegt euch immer, wenn ihr sie tatsächlich, wenn ihr sie nachdem, wie ihr jetzt eure Webseite aussehen habt, braucht, dann überlegt euch auch bitte, muss das unbedingt sein oder kann ich die Webseite oder den Newsletter-Dienst oder was immer ich da betreibe, nicht auch so betreiben, dass ich auf dieses Cookie-Banner verzichten kann. Denn eins muss euch auch klar sein, jedes Cookie-Banner kostet Besucher. Es gibt halt Besucher, die von den Dingern so genervt sind, dass sie von den Seiten wieder verschwinden, wenn ihnen das Cookie-Banner entgegenschlägt. Und das ist ja auch schade drum. Okay, das lassen wir mal außen vor. Noch Fragen? Einige Fragen zu Webfonts und sonst was noch. Okay, also Webfonts, sagte Andrew gerade, waren noch die Fragen. Wie gesagt, Google Fonts, das war das erste Thema, was wir ja auch hatten. Google Fonts werden immer über Server von Google in Amerika ausgeliefert. Ich lasse jetzt mal außen vor, dass es dafür technisch eigentlich keinen vernünftigen Grund mehr gibt. Das war früher, war ja die Idee dahinter, wenn einer sie runtergeladen hat, sind die auch in den Browser gespeichert und werden dann von allen anderen Webseiten, die gleiche Seite, gleiche Form benutzen, auch benutzt. Das geht dann schneller, die sind ja dann schon vorhanden. Erstens klappt das nicht mehr, weil die Browser inzwischen die Webseiten gegeneinander abspeichern, auch was den Webspeicher betrifft. Die werden gegeneinander abgegrenzt. Das heißt, wenn die Seite A einen Font runterlädt, kann die Webseite B den nicht auch benutzen, sondern für die Seite müsste er trotzdem wieder in den für diese Webseite vorgesehenen Speicher des Browsers wieder neu runtergeladen werden. Also erstens, da klappt sowieso nicht mehr. Zweitens ist Google Fonts auch alles andere als performant im Moment. Aber unabhängig davon, das ist eigentlich nur schön für die Theme-Hersteller, weil für die ist es sau bequem. Google Fonts, erstens mal, Google erhält auf alle Fälle personenbezogene Daten, nämlich auch IP-Adresse. Die ist zumindest, wenn ihr kein Unternehmen, keine Behörde seid, ist das personenbezogen. Das ist inzwischen ausgestanden. Google gibt euch dafür keine Auftragsverarbeitung, wenn sie sagen, nein, sehen wir alles nicht ein. Allein schon deshalb ist es aus Datenschutzgründen nicht erforderlich. Könnt auch nicht mit einem berechtigten Interesse argumentieren, wie es einige Datenschutzgeneratoren suggerieren, weil berechtigtes Interesse hieß ja, dass es keine andere Möglichkeit für euch gibt, diese Gestaltung so hinzukriegen. Und die gibt es, denn ihr braucht diese Fonts, die ja alle, also alle Google-Fonts, die da bei Google versammelt sind, sind alles Open-Source-Fonts. Weil sonst könnte Google die auch nicht so anbieten. Die hat Google ja nicht eingekauft, sondern Google sammelt ja nur Open-Source-Fonts und bietet die über seinen Server dann an. Die könnt ihr also alle runterladen entsprechend und lokal anbieten. Das heißt auch, das funktioniert alles nicht. Und dann kommt noch dazu der Datentransfer in die USA, worüber man es im Moment hauptsächlich kriegt. Also es gibt keine Möglichkeit, Google-Fonds legal einzusetzen. Und wir hatten ja den Link gesagt, dass man das ja lokal machen, lokal ja. Setzen kann. Ja, also ne, Oliver hatte da ja auch schon einen Link gesetzt zu einem Cookie, zu einem Plugin. Es gibt so 3-4 verschiedene Plugins oder 4-5 verschiedene Plugins, die jeder das alles machen. Probiert es aus. Nicht jeder funktioniert mit jedem, mit jeder Webseite, weil die Einbindungen manchmal etwas fantasiereicher sind als ursprünglich vorgesehen. Ne? Die meisten von denen tauschen die halt aus, wenn sie die üblichen Google API-Aufrufe erhalten. Das sind eigentlich nur zwei Adressen, die für, zwei URLs, die dafür vorgesehen sind und die kennen die beiden, tauschen die aus. Es gibt aber auch noch ein paar andere Möglichkeiten, das aufzurufen. Und ich habe jetzt sogar einmal ein Theme entdeckt. Ich hatte bei mir noch ein Theme in Einsatz, da habe ich dann auch eins von diesen Plugins halt drüber gebügelt, weil ich keine Lust hatte, die Seite mit einem anderen Theme neu zu machen. Um mir das selbst runterzuladen, einbinden, war ich zu faul zu, also habe ich auch eins dieser Plugins benutzt. Dann gab es ein Update des Themes.
die Anbieter sind, kommt auch aus den USA, muss ich dazu sagen. Und siehe da, plötzlich funktionierte dieses Umgehen nicht mehr. Das heißt, da waren die SIM-Anbieter tatsächlich der Meinung, es wäre eine Unverschämtheit, wenn man das nicht von Google Fonts runterlädt, denn das hätten sie ja schließlich so vorgesehen und haben einen neuen Weg eingebaut, den diese SIMs nicht abgreifen, diese Plugins nicht abgreifen. Also auch da, wenn ihr so ein Plugin benutzt, kontrolliert bitte danach, ob es in eurem Fall wirkt. Die meisten Plugins wirken bei, Oliver schreibt ja 95%, das könnte ungefähr hinhauen. Ansonsten mal eins der anderen Plugins, manche funktionieren bei einigen Themes besser als andere. Und bei jedem Theme-Update bitte neu kontrollieren, dass er da nicht böse Überraschungen erlebt. Gilt auch teilweise, wenn er andere Plugins noch benutzt, die können sich auch schon mal in die Quere kommen. Also, wie gesagt, Google Fonts bitte nicht darüber nehmen. Lasst euch auf der anderen Seite, wenn ihr jetzt, ich meine, einige von den Teilnehmern, also mindestens zwei Teilnehmer, weiß ich, dass sie so in der Teilnehmerliste, dass sie so Liebesbriefe bekommen haben, so Pseudo-Abmahnungen. Es hat ja, für die es nicht kennen, es hat mal ein Urteil gegeben vor ein paar Monaten vom Landgericht München I. Da hatte einer geklagt gegen einen Webseitenbetreiber, weil der ja Google Fonts einsetzte und hat dafür einen Schadenersatz. Schmerzensgeld, wenn du so willst, geltend gemacht, weil seine Daten ja dann in Amerika abgeflossen wären zu Google. Und es gibt tatsächlich, es gibt in der Datenschutzgrundverordnung, gibt es einen solchen Schadenersatzanspruch. Und das Landgericht München I hat dann gesagt, ja gut, du hast es zwar nicht mehr alle, aber es steht nun mal in der Datenschutzgrundverordnung so drin und da gibt es halt 100 Euro für. Ob dem wirklich so ist, ja, wenn ich aus Versehen auf so eine Seite komme, könnte man das noch akzeptieren. Die, die das im Moment machen, die gehen natürlich über 100 Seiten gleichzeitig, weil sie die entsprechend automatisch scrapen und auswerten. Und die gehen, was man leicht nachweisen kann, weil es gibt genug, die auch dann in dem Bereich ja sofort darüber berichten, wenn sie so eine Pseudo-Abmahnung bekommen. Ob die dann tatsächlich einen Schadenersatz haben. Der Schadenersatz selber geht nach deutschem Recht und da gibt es immer noch die Regel, wer sich in Gefahr begibt, kommt drin um. Also wenn ich die Gefahr bewusst suche, kriege ich keinen Schadenersatz. Das sei mal dahingestellt. Ne? Das muss man aber im Einzelfall dann sehen. Also lasst euch da auch dann nicht verrückt machen unbedingt. Aber geht dieses Risiko nicht ein, werft die Google Fonts bitte raus. Versucht es, wie gesagt, am einfachsten, wenn ihr euer Handy noch hat, versucht es mit den Plugins. Einfach mal Google Fonts im Plugin Directory eingeben. Da gibt es inzwischen eine Handvoll verschiedener Plugins, die das können. Die guten erkennen daran, dass genug Downloads sind. Und probiert sie aus. Aber testet dann auch bitte, ob in eurem, auf eurer Webseite danach das wirklich weg ist. Also geht mal dann in den Quelltext rein, in die Seite aufrufen, guckt, ob da die Google Fonts noch aufgerufen werden. Ich hätte auch noch mal eine Frage, und zwar zu Fingerprinting. Das ist ja, sagtest du ja gerade auch, verboten. Ja. Das ist doch aber so, dass wenn jetzt mein Matomo oder was auch immer jetzt, ich da Fingerprinting einsetze, das wird ja als Ersatz statt Cookies genutzt und ist ja irgendwie dann gar nicht nachweisbar oder täusche ich mich da? Also das kann man doch von außen gar nicht beurteilen, ob ich das mache oder nicht. Ja, wobei bei Matomo, wenn du da das Fingerprinting so einsetzt, wie du es jetzt vorhast, kriegst du von Matomo eine deutliche Warnung, dass da nicht mehr DSGVO-konform ist. Also bei Matomo gibt es ja die DSGVO-Funktion und wenn du da draufklickst, dann sagt er dir auch bitte, erstens mal wird da kein Cookie mehr gesetzt und zweitens mal bitte auch kein Fingerprinting, was über einen Tag hinaus gespeichert wird. Also da bindet, das unterbindet Matomo dann auch. Okay. Fingerprinting ist zuerst mal nach außen nicht ersichtlich, aber du musst immer bedenken, Fingerprinting macht ja nur dann Sinn, wenn ich auch danach hingehe und Kunde nach bestimmten Kriterien wieder gesondert ansprechen kann. Nur dann, ne, Fingerprinting macht ja nur Sinn, wenn ich die Kunden selektieren kann. Und darüber kann einen rauskommen schon. Das ist die erste Möglichkeit. Und die zweite Möglichkeit ist natürlich auch, wenn sich mal einer beschwert, weil er den Verdacht hat, dass es so ist, eben weil er spezielle Werbung zum Beispiel danach immer wieder angezeigt bekommt bei dir oder wo auch immer dann entsprechend angesprochen wird.
dann kann es auch durchaus mal zu einer entsprechenden intensiven Brieffreundschaft mit einem Landesdatenschutzbeauftragten kommen. Ja, aber man könnte ja aber so zumindest vielleicht wiederkehrende Besucher ein bisschen zuverlässiger erkennen. Ja, aber auch dafür ist es nicht erlaubt. Ja, ja, aber es würde ja keiner merken. Ja, ich meine, es ist ja so, als wenn man verbietet, nach 21 Uhr darf keiner mehr zu Hause Hände waschen. Das kann ja keiner kontrollieren, oder? Also, ich bin jetzt gerade hier in Dresden. Wenn ich nachher nach Hause fahre oder ins Hotel fahre, um 10 oder wann auch immer, dann ist wahrscheinlich auf der Straße hier nicht viel los. Dann sind hier die Bürgersteige hochgeklappt, vermute ich mal. Trotzdem muss ich an der roten Ampel anhalten, auch wenn da kein anderes Auto ist. Ja. Wenn ich drüber fahre, merkt es keiner. Wenn ich Pech habe, scheppert es, aber dann habe ich einen schwarzen Peter. Ja, ja. Genauso ist das mit dem Fingerprinting auch. Natürlich, ich darf es nicht machen, solange ich nicht erwischt werde. Klar, ne? Die alte Regel, das 11. Gebot, du darfst dich nicht erwischen lassen. Ja. Aber, ne? Wie gesagt, wobei jetzt, wenn es nur darum geht, wiederkehrende Besucher, also Hintergrund ist, für die, die jetzt nicht wissen, worüber wir reden, man kann Matomo zum Beispiel Cookie, so betreiben, dass es keine Cookies macht, keine Cookies setzt und auch das Fingerprinting unterlässt. Das führt dazu, dass ich kein Cookie-Banner brauche, also Matomo immer einsetzen kann auf meiner Webseite. Ich muss dann nur noch aus DSGVO-Gründen, weil das geht dann über berechtigtes Interesse, eine Opt-out-Möglichkeit bieten, die ist aber DSGVO-mäßig, das heißt, die kann ich in die Datenschutzerklärung verstecken, wo sie keine Sau sieht. Ja. Die guckt sich eh keiner an. Das heißt, ich kann darüber tatsächlich alle meine Besucher tracken und muss nicht wie bei Google Analytics drauf bauen, dass die Leute zustimmen und ich also die Hälfte oder wie viel auch immer nicht kriege. Der Nachteil daran ist allerdings, dass ich eine Zahl nicht mehr vernünftig kriege. Das sind nämlich die wiederkehrenden Besucher. Ich habe also nicht mehr die Maßzahl, wie viele Besucher kommen am nächsten Tag, nach einer Woche oder nach 2 Wochen wieder. Weil das dafür braucht sich das Cookie. Das ist die einzige Einschränkung, die es dabei gibt. Aber mit der muss ich dann halt leben. Wobei, ich denke mal, damit kann man eigentlich auch leben. Aber gut. Man kann natürlich jetzt hingehen und sagen, ich mache das Fingerprinting, aber trotzdem, um diese wiederkehrenden Besucher noch zu erreichen, das sieht keiner. Ja gut, okay. Dürfen darfst es nicht, aber das ist wie die rote Ampel um Mitternacht. Ne? Ja, gut, klar. Wobei Ampel natürlich noch ein bisschen gefährlicher ist. Da kannst du ja scheppern. Beim Fingerprinting kannst du ja eher nicht scheppern. Da kommt ja keiner, kann ja keiner zu Schaden kommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es auffällt, ist vielleicht gleich hoch. Aber wenn es scheppert, dann ist die Strafe von der Datenschutzbehörde höher. Das weiß ich jetzt nicht. Und das hat dann nicht mehr die Kfz-Pflicht. Also deshalb Vorsicht. Ja, also. Ja, gut. Ja, okay, war auch nur mal so hypothetisch. Nicht, dass ich das vorhätte, um Gottes Willen. Rein hypothetisch. Ach so, und dann, okay, also rein hypothetisch, nein. Rein praktisch. Ich frage für einen Freund, genau. Ich habe jetzt auch gesehen, hier Frank Böhm, wenn man lokale Fonds, Google Fonds lokal einbindet, reicht der Datenschutz an die Angabe, die Webseite verwendet Google Fonds. Die sind lokal eingebunden, sodass keine Datenübertragung Google erfolgt. Nee, du brauchst in deiner Datenschutzerklärung gar nichts mehr zu schreiben, weil lokal eingebunden heißt ja, du hast diese Fonds, die lieferst du von deinem Server aus aus. Das heißt, das sind keine Google Fonds. Es ist nicht so, dass diese Zeichensätze Google gehören. Das sind Open-Source-Zeichensätze. Google hat die auch nur zusammengetragen. Die kannst du bei dir auch einfach einbinden. Dafür gibt es entsprechend die stehen alle meistens unter einer SEL, das ist so eine spezielle Fond-Lizenz, oder sie stehen unter der Apache-Lizenz. Die wird auch oft dafür benutzt. Die kannst du einfach so benutzen. Und solange du das nur von deinem Webserver auslieferst, brauchst du dazu in deiner Datenschutzerklärung kein Wort zu verlieren. Und auch in deiner Webseite wird sie auch nirgendwo mehr einen Anhaltspunkt dann für Google Fonds finden, davon abgesehen. Weil du rufst ja dann die Schnittstelle für die Google Fonds gar nicht mehr auf. Ne? Wobei das jetzt egal ist, ob du das ja händisch machst in deinem Theme oder ob du
eins dieser Plugins benutzt, die das unterbinden. Wenn das klappt, ist auch okay. So, dann sehe ich gerade noch, muss in dem Fenster des Cookie-Consent-Tools im Text zwingend stehen, dass man die Einstellungen sowohl verändern als auch widerrufen kann. Ja. Du musst einen Hinweis geben, tatsächlich auf die, Widerrufsmöglichkeit. Also eigentlich musst du nur einen Hinweis geben auf die Widerrufsmöglichkeit, aber ich würde dann auch immer natürlich reinschreiben auf die Ändermöglichkeit. Warum muss man die Leute zum Äußersten treiben, wenn es vielleicht auch nur ein kleines Teil abgeschaltet werden soll? Aber die Möglichkeit müssen sie haben. Du musst ihnen dann nicht unbedingt sagen, wie es geht, aber du musst dann, wie gesagt, trotzdem auf deiner Seite irgendwo halt so einen Link haben, wo dann steht Cookie-Consent ändern. Oder Cookie-Einstellungen ändern oder irgendwie sowas. Den kannst du von mir aus in den Footer setzen, den kannst du, wenn du eine Sidebar hast, in die Sidebar setzen. Das ist vielleicht noch intelligenter, weil die Leute suchen eher im Footer als in der Sidebar. Das muss auch kein Button sein, sondern das kann ein ganz normaler Link sein. Ich weiß, ich bin jetzt gemeint, ja, aber das würde reichen. Ne? Aber das musst du dann machen und dann reicht das auch. Nur du musst halt vorher auch dran denken, in dem Cookie-Consent-Banner muss halt auch stehen, wirklich, wofür brauchst du die Dinger und wer kann, mit wem werden die Daten eventuell geteilt, gerade wenn du diese Cookies setzt für Werbezwecke, was ja viele Webseiten machen. Ne? Da muss ich halt auch sagen, mit welchen Diensten werden diese Sachen geteilt. Wie vermögen wir dann so weit wie Google Ads oder so einsetzen? Da ist diese Aussage nämlich so gut wie nicht möglich. Das gehört, da hast du schon genug da unten auch zu schreiben dann. Ja. Also, um es mal anders auszudrücken, mindestens 90% der Cookie-Banner reichen nicht aus in den Informationen, die sie geben. Und von den restlichen 10% sind auch wieder 90%, die dann Dark Pattern benutzen und deshalb keine freiwillige Einwilligung haben. Udo, mal allgemein gefragt, siehst du noch irgendeinen Grund, Google Analytics noch irgendwie zwingend zu nutzen? Also mir fiele da jetzt eigentlich tatsächlich nur noch tatsächlich irgendwie Remarketing ein. Ansonsten kann man doch mit Ersatzsoftware Google doch Analytics doch komplett gleichwertig ersetzen. Oder hast du da, weißt du, noch andere Sachen, die man nur mit Google machen kann? Also solange das wirklich nur zu Statistikzwecken brauchst, also um zu gucken, wie viele Besucher habe ich, welche Seiten sind die, wie verhalten sie sich auf der Webseite, ne, wo sind die Abbrüche in meinem Warenkorb zum Beispiel und solche Sachen alles. Das kannst du alles ohne Google Analytics auch machen. Dafür ist Matomo zum Beispiel auch stark genug. Und es gibt ja noch ein paar andere Dienste auch. Es gibt eine Ausnahme, du hast es schon genannt, das ist das Remarketing. Ne? Remarketing ohne Google Analytics funktioniert nicht, weil es technisch nicht möglich wäre, sondern weil es keine Anbieter dafür gibt. Weil die Anbieter für Remarketing, die kommen alle aus dem US-amerikanischen Bereich und die haben keine Probleme mit Google. Und Google bietet, tut ja auch alles dafür, dass die zufrieden sind mit ihren Diensten. Oh. Ne? Wenn du in dem Bereich tätig bist, kommst du nicht um Google Analytics rum. Gut, dann musst du halt abwägen. Ne? Wie hoch ist das Risiko, dass ich da mal ein Problem kriege und auch eine Strafe aufgedrückt, also ein Bußgeld aufgedrückt bekomme? Und wie hoch sind die Gewinnchancen, die ich in der Zwischenzeit realisiert habe? Ne? Du musst also auf gut Deutsch dann mal vergleichen, was ist höher? Das Bußgeld, was ich irgendwann aufgedrückt bekomme, wenn ich hier Google Analytics in einer nicht erlaubten Form einsetze. Wie gesagt, erlaubt geht es nicht. Oder den Einkommensverlust, den ich habe, wenn ich es nicht einsetze und das Remarketing nicht habe. So. Das muss dann jeder für sich beantworten. Ne? Das ist aber dann die Frage, die ich eigentlich bei jedem Gesetzesverstoß immer habe. Nein, also außerhalb des Remarketings sehe ich keinen Grund für Google Analytics. Ja, okay. Und ich denke mal, Remarketing, wenn die wenigsten betreiben, die Analytics einsetzen. Die meisten setzen deshalb Analytics ein, weil das haben wir schon immer so gemacht. Ja, das sehe ich auch so. Ich glaube. Und du darfst ja auch nicht vergessen, Google Analytics bietet zum Beispiel, stell dir jetzt mal mit den Augen einer Marketingagentur, die du beauftragst. Google Analytics, das nehmen die einmal, bereiten da ihre Formulare für die Berichte vor, da wo dann schön ihr Name alles drin ist,
Da fließen die Google Analytics-Daten rein, automatisch werden ausgeliefert an den Kunden. Der sieht immer einen Bericht von, wie fleißig seine Marketingagentur ist und das alles trägt und so weiter. Dass er alles nur Google Analytics ist und dort automatisch reinfließt, das sehen die nicht. Oh. Diese Einbindung hast du natürlich nicht ganz so gut mit Matomo oder anderen Diensten. Obwohl einige da inzwischen auch gut nachliefern. Ne? Natürlich haben die dann andere dafür, dir Google Analytics reinzudrehen. Denn damit können sie strahlen und vor dir glänzen. Ja gut, das Risiko hast du als Website-Betreiber, wenn es auffällt. Nicht die Agentur. Denn die haben sich garantiert von dir irgendwo eine Freizeichnung geholt, dazu Google Analytics trotz der Gefahren einsetzen können. Ja. Okay, nächste Frage hatte der Oliver. Oh, ist schon eine Weile her. Udo, du hattest irgendwie noch vor der ersten Fragepause erwähnt, dass auch Gmail irgendwie nicht datenschutzkonform nutzbar sei oder zumindest eine Mithaftung besteht. Ja. Ist das auch für Google Workspace, also wenn man diese Bezahlfunktion nutzt? Ja, mit Ausnahme der teuren Tarife. Bei den teuren Google Workspace-Tarifen, da kannst du ja das Datenzentrum wählen. Also nicht bei dem Einsteigertarif, sondern bei den etwas teuren, da kannst du tatsächlich das Datenzentrum wählen und kannst sagen, ich will ein europäisches Datenzentrum haben. Mhm. Und dann kannst du sogar auswählen, du willst nach Frankfurt oder was. Aber da kannst du die Datenzentren wählen und das reicht dann auch. Aber das brauchst du dann auch tatsächlich. Also die einfachen Tarife, da kannst du Datenzentren, wenn sie nicht da was geändert haben jetzt aktuell, kannst du die nicht wählen und dann hättest du immer noch das Problem, dass du irgendwo in Amerika sitzt. Okay. Gut. Ja, mit den etwas teureren, ja, da geht's. Da gucke ich mir an, was wir da haben. Der Witz ist, dass er natürlich für deine Daten genau das Gleiche ist, weil die werden da genau von Google ausgewertet und die Auswertung fließt natürlich auch wieder vom Geheimnis-Server. Ja, wissen wir beide. Ne? Aber zuerst mal, du hast der Sache genügend getan, der Rest ist dann ein Problem von Google, wenn die Daten für andere Zwecke noch benutzen. Aber wie gesagt, du brauchst dann tatsächlich einen Tarif, wo du dann das Datenzentrum auswählen kannst und dann musst du halt ein europäisches Datenzentrum auch auswählen. Tatsächlich. Okay, danke. Versuche ich mal. Mir ist auch gerade noch was eingefallen. Ich höre oder lese auf Facebook oft, dass der Serverstandort ja gar nicht das Entscheidende sei, sondern dass der Hauptsitz der Muttergesellschaft das Entscheidende sei. Was ist denn da überhaupt dran? Also, dass es im Prinzip dann auch verboten ist, so einen Dienst zu nehmen, wenn der Server in Deutschland steht, aber die Muttergesellschaft in den USA, ja, oder was? Also das Problem dahinter ist, wenn wir es jetzt mal materiell betrachten würden, dann haben die natürlich recht. Mhm. Weil ob die US-Dienste jetzt auf den Servern schnüffeln, weil die Server in den USA stehen, oder weil sie zu einer europäischen Tochter einer amerikanischen Firma gehören, die denen dann aufgrund des CloudEx entsprechend Zugriff gewähren muss. Ist eigentlich egal. Nur, wenn die hier in Europa stehen, dann verbietet halt die DSGVO diese Weitergabe. Die dürfen es nicht. Aha. Das heißt, diese Firmen müssen dann tatsächlich, sie müssen sich im Endeffekt entscheiden, welchem Recht sie folgen. Und sie kriegen dann entweder in der EU Ärger oder sie kriegen in Amerika Ärger. Das müssen sie sich dann entscheiden. Das ist aber deren Entscheidung dann. Das ist nicht mehr deine Entscheidung. Deshalb, das reicht. Das Ganze hat auch jetzt vor 3 Wochen die Gerichte mal beschäftigt. Baden-Württemberg, das Land, hat tatsächlich mal Anbieter aus einer Ausschreibung ausgeschlossen. Mit der Begründung, diese Anbieter benutzen ja Amazon Web Services und das ist, selbst wenn sie das hier über das deutsche Rechenzentrum machen in Frankfurt, das ist eine US-Tochter und deshalb geht das nicht. Dieser ausgeschlossene Anbieter ist da vor Gericht gezogen. OLG hat dann letztendlich gesagt, nein, so bitte nicht. Sie unterliegen zuerst mal Angebot hier in der EU auch den europäischen Datenschutzrecht. Und das ist genau das, was wir brauchen. Der Rest ist dann eine Frage der Aufsicht über diese Firmen und das ist nicht Sache des Kunden. Ja. Ja, also
Ja, materiell kann ich es verstehen, würde ich mir auch dann zweimal überlegen, wenn ich datenschutzaffin bin. Rechtlich, nein, kannst du so benutzen. Okay. Und die müssen Und dann sehen, wie sie den Spagat schaffen. wie ist das dann eigentlich mit Hosting? Da höre ich auch immer widersprüchliche Sachen. Kann ich meine Website bedenkenlos bei Amazon oder Google hosten? Solange Da in der du Cloud? in der Cloud dann ein Rechenzentrum hier auswählst, ja. Du kannst Amazon ja sagen, ich will in das Rechenzentrum in Frankfurt zum Beispiel. Das kannst du machen. Gut, ja, also wenn ich eine Möglichkeit habe auszuwählen, obwohl aber wenn der Besucher dann in den USA sitzt, wird das dann nicht automatisch dann ja über die Cloud vom USA-Server ausgeliefert? Wenn er Anbieter in den USA sitzt und hier nur den europäischen Markt beliefert, dann ist ja die zweite Frage überhaupt, inwieweit der greifbar ist. Ne? Natürlich muss er dann die DSGVO halten, aber das ist sein Problem dann. Versuch doch mal, einen Bußgeldbescheid einer europäischen Datenschutzaufsicht in Amerika zuzustellen. Ne? Also da kannst du eher einen Wackelpudding an die Wand nageln, als dass ich mal zustellen darf. Ja, also kann man nehmen, wenn man aussuchen kann, hier Server soll in Frankfurt oder Düsseldorf oder wo auch immer stehen, dann meinst du, passt das fürs Hosting? Ja. Ja, okay, danke. Wenn es unbedingt sein muss, ja. Ja, nein, ich habe das jetzt auch nicht vor. Ich wollte das nur mal generell auch mal, ne? Ich frage für einen Freund. Nee, nee. Nee, nee, danke. Okay. Ein Nachtrag noch bei Martin, weil er eben sagt, die vernünftigen Tools, also da ging es nochmal um die Cookie-Consent-Dinger, scannen ja auch die komplette Seite und schlagen vor, was zu tun ist. Ja, sie scannen, sie schlagen auch vor, aber ihr kennt eure Webseite, ne? Ihr wisst, was ihr da alles verbrecht drauf. Das heißt, ist ja schön, dass die scannen, aber wenn die nicht alles entdecken beim Scannen, und das tun sie nicht unbedingt, weil ne, manche Sachen sind vielleicht auch anders, als sie von den Scannern gewohnt sind, dann ist das euer Risiko. Also verlasst euch bitte nicht auf diese Scans und kontrolliert bitte nach, ob irgendwie auch alles drin ist. So, und jetzt, da wir gerade bei ich frage für einen Freund sind, Oliver, du hattest noch irgendeine Frage für einen Freund. Ich finde aber die Frage nicht im Chat. Deshalb. Die hat er per Audio gestellt. Ne, das war für Tim, glaube ich, der Hinweis, weil Ach er so, irgendwie okay. mit der Ah, roten nein. Ampel und nicht erwischt werden wollte. Und genau. Tim, hör mal, Tim ist immer 100% datenschutzkonform. Der fragt immer nur für Freunde. Ja, also ich heiße bei uns Mr. Datenschutz, ja. Also, das ist mein zweiter Vorname. Tim, ich glaube dir ja fast alles, ne? Ja, na, aber nein, ich versuche das so gut ich kann zu machen. Deswegen nehme ich ja auch Matomo und hoste. Habe noch nie Fonds bei Google Bist rausgezogen stets bemüht, genau. und tatsächlich noch nie gemacht. Und naja, nee, nee, das ist schon so sauber, wie es irgendwie geht. Wobei, wenn ihr übrigens apropos Google-Fonds denkt, auch dann, wenn ihr zum Beispiel die WordPress-Standard-Themes benutzt, die etwas älteren benutzen auch noch Google-Fonds. Die werfen die gerade zwar überall raus, ich weiß aber nicht, ob sie bei den älteren Standard-Themes auch schon gemacht haben. Also da solltet ihr mal kurz reingucken, ob es bei euch schon erledigt ist. Das wird sich bei vielen WordPress-Themes auch demnächst erledigen. Also neue Themes sind tatsächlich schon, da gibt es ja inzwischen schon die Anforderungen, dass die Google-Fonds lokal hosten müssen, die Fonds. Bei den älteren wird es noch kommen als Anforderung für Update. Also sobald dann ein Update kommt, muss es entsprechend mit umgesetzt werden. Setzt aber voraus, dass die Google-Fonds-API, die in WordPress reinkommen soll, drin ist. Und die ist halt im Moment noch in der Entwicklung. Deshalb dauert das noch ein klein bisschen. Ja, wobei, oder wenn ich da eben mal einhaken darf, gibt also auf jeden Fall ein Plugin, nämlich Disable Remove Google Fonts. Das wirkt dann auch schon bei den älteren Standard-Themes. Ja. Aber das gilt sowieso, auch wenn ihr ein anderes Theme habt, ne, wo Google Fonts noch drin sind. Wie gesagt, entweder ihr müsst per Hand das ändern, selbst Hand anlegen, oder aber versucht einfach die
Google-Form-Plugins, die es gibt, aus. Da gibt es mehrere, die gut sind. Es gibt ein paar, die sind Schrott, aber das merkt er ja. Ne? Es gibt, die sind auch unterschiedlich, in den, da muss man auch dazu sagen, die sind auch unterschiedlich in der Performance. Weil der Standard, also es gibt mehr, zwei Möglichkeiten. Die einen versuchen es schon von vornherein in den Verarbeitungsprozess einzugreifen. Die haben aber dann unter Umständen Probleme wieder auch mit anderen Plugins und so. Die meisten machen den anderen Weg. Die fangen einfach, die cachen den gesamten Inhalt der alten Ausgabe und dann scannen die den, ob da entsprechend Google-Form-Aufruf drin ist. Und wenn ja, wird er schnell ausgetauscht, der Form runtergeladen auf einen Server und der Aufruf ausgetauscht gegen den lokalen aus. Nur das ist natürlich ein Performance-Problem. Das heißt, da müsst ihr mal gucken, die einen sind da effektiver, die anderen sind weniger effektiv. Wenn ihr also eine Seite habt, die auf Performance getrimmt werden muss, weil sie sowieso schon so grenzwertig ist und so weiter, kontrolliert es halt bitte mal, wie es bei euch aussieht. Ja, ich habe meistens immer ein Plugin benutzt, was jetzt aber seit 3 Jahren nicht mehr abgedatet wird. Deshalb mag ich es eigentlich wenig empfehlen. Das hieß, glaube ich, einfach Local Hosted Google Forms oder so ähnlich. Aber wie gesagt, geh einfach ins Plugin-Verzeichnis. Hier, entweder nimmst du das, was Hans-Gerd gerade vorgeschlagen hat, oder eben noch Oliver hat hier auch eins. Oder geh einfach ins Plugin-Verzeichnis, such mal nach Google Forms und guck dir mal an, welche da am meisten benutzt werden. Das hat seinen Grund. So, noch letzte Runde für die Fragen. Viertelstunde haben wir in der ganzen. Matti hatte noch mal kurz vorhin gefragt mit seinen Custom Forms vom Elementor. Ob das gleiche Problem auftritt wie bei Google Forms. Kann ich dir nicht sagen, weil von Elementor kriege ich immer Plug, deshalb benutze ich das nicht und nehme es auch nicht in die Hand. Ja, das ist bloß eine Möglichkeit der lokalen Einbindung von Google Forms. Also ich weiß nicht, wie Elementor das mit den Google Forms handhabt, ob die die lokal einbinden oder ob die die über Google Forms nehmen, keine Ahnung. Da könnte ich drauf also antworten. Sammy sagt hier gerade, die Pro-Version kann es auch lokal einbinden. Genau, und dann kann man noch ein Script in die Functions, also so eine Zeile disable Google Forms, DQ und dann sind die auch recht zuverlässig raus, es sei denn, irgendein Plugin grätscht da wieder nochmal dazwischen und lädt die. So kann man das auch mit For Awesome machen. Da gibt's ansonsten, auch so kleine also das Elementor-Problem mit den Google-Fonds kann man auch ganz einfach lösen. Das geht auch über Plugin-Ebene. Da muss man einmal in die Plugins gehen und dann bei Elementor einfach auf Deaktivieren klicken. Dann ist das Problem auch genau, das wusste ich, dass das jetzt kommt. Deaktivieren. Okay. Also, wie gesagt, ich will hier nicht auf Elemente rumhacken. Ne? Ich gönne jedem sein Elementor. Manche haben auch noch bessere Systeme. Nein, muss jeder selber wissen. Aber mit Elementor arbeite ich nicht, deshalb kann ich nicht sagen, wie es da sonst funktioniert. Aber wie gesagt, die Pro-Version, sagt Sammy, kann wohl auch Google Forms. Ja, jetzt hat Oliver und Hans-Gerd haben auch beide jetzt die Empfehlungen reingeschrieben für die Plugins. Probiert die beiden mal aus. Sonst noch Fragen? Falls es keine weiteren Fragen gibt, verweisen wir auf das Native Meeting am 20. Oktober um 19 Uhr. Dann eben mit dem Thema SEO in der Web 3.0-Ära, wie sich die Suche in Zukunft verändern wird, mit Sami Zimmermann. Für alle, die offline teilnehmen wollen, wie heute hier in der Bremerstraße 57 in Dresden, bei Kinder der Zeit. Ansonsten ganz herzlichen Dank fürs Teilnehmen, ganz herzlichen Dank an unseren Referenten Udo Meisen und unser Gastgeber, Sami Zimmermann, mit Kinder der Zeit, wo wir dann auch nächstes Mal sein werden. Von mir aus einen schönen Abend und vielen Dank. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.